Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Arginia Trader und natürlich Carsten Berger. Schönen guten Abend, Carsten. Freue mich, dass du heute wieder dabei bist und natürlich auch ein Riesen, ja, Dankeschön an der Stelle schon mal und einen guten Abend an alle, die live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und bei mir im Hintergrund bimmelt das Handy, das mache ich mal kurz leiser. Aber ich bin auch mit meinem Intro schon durch und übergebe mir jetzt sehr gerne den Bildschirm, lieber Carsten. Ja, Und warum macht das? wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Super. So, Bildschirm ausgewählt, wie immer, das kennt ihr ja schon, die kleine PowerPoint am Anfang, nein, die nicht. Das ist meine Internetseite, die noch im Umbau ist, weil es da Neuerungen gibt. So, was haben wir? Einen wunderschönen Abend, auch von meiner Seite aus. Hier aus Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin. Bin ja Berliner, wie ihr wisst. Aus den Vorstellungs, sag ich mal, Punkten, die ich immer beim Einleitung so nenne. Und ich hoffe, ihr seid gesund und munter und nicht unfrohen Mutes, sage ich mal, jetzt hier heute durchzustarten, trotz der Welt, die in allen, in jeder Hinsicht irgendwie verrückt spielt. Auch da werden wir eine Lösung für finden und uns auch engagieren. Und ein bisschen gehört aber auch der Alltag dazu, der bewältigt werden muss, um nicht völlig durchzudrehen. Und wir haben das Privileg, dass wir uns noch mit Märkten beschäftigen können, die sehr, sehr volatil und sehr, sehr spannend, so es halt gerade sind. Und von daher tut es manchmal vielleicht auch gut, einfach mal an andere Dinge zu denken. So wollen wir das vielleicht hier angehen. Dann, natürlich könnt ihr eure Fragen hier immer reinstellen unter den nicht, sondern bei Fragen reinstellen, auch während des Betriebs. Ich schaue drauf, ich habe mir das Fenster rausgenommen, ich kann mir das also anschauen, gar kein Problem. Und von daher starten wir jetzt einfach mal durch. Den Risikohinweis hat der Nelson mir schon vorweggenommen, kann ich mich nur anschließen. Die meisten kennen das schon. Wer jetzt noch mich schon kennt, der kann sich noch einen Tee holen oder was anderes. Und das dauert jetzt 3 Minuten. Mit Aktien. Das beschäftigt mich und Fonds beschäftige ich mich schon seit 1987. Beginnend war das früher einfach mit einem normalen Fondssparen, was ich so 40 Jahre lang durchgehalten habe. Da kann ich sagen, wer gar nichts anderes macht und nicht Zeit fürs Traden hat oder nicht mal Zeit zum großartigen Investieren hat, ja, so gezielt einzelne Aktien rauszusuchen, der kann auf jeden Fall sich mit Fonds, damals waren es Fonds, heute würde ich ETF-Fonds nehmen aus verschiedenen Kontinenten. Kann sich dort mit einem monatlichen Sparbetrag zum Beispiel oder Quartalssparen, je nachdem, wie die Gebührensituation da ist, die ja recht günstig geworden ist in den letzten Jahren, teilweise sogar kostenlos, kann dort durch monatliche Beiträge im Endeffekt etwas sparen und damit die Durchschnittsrendite aus so einem ETF, meinetwegen Index, abbilden oder halt eine Strategie verfolgen zum Beispiel. Einfache Möglichkeit, daran teilzunehmen. Dann kann man natürlich keine großartige Outperformance verlangen, aber Outperformance bedeutet auch immer mehr Zeit aufzuwenden. Das muss auch jedem klar sein. Und von daher war es bei mir von Anfang an so, dass ich mehr Wert auf die End-of-Day-Analyse, das heißt, wenn der Markt geschlossen ist, schaue ich mir die Signale an, die ich bekomme, analysiere den Markt und kann dann am nächsten Tag entspannt die Order aufgeben oder schon in der Nacht. Weil da alles enthalten ist, was mein Risiko begrenzt. 94 waren es dann Aktien, die ich gehandelt habe. 2013 habe ich die Agena Trader Software Gott sei Dank gefunden, die mir viele Arbeitsschritte abgenommen hat. Aber natürlich kann man meine Strategie auch ohne den Agena Trader umsetzen. Es ist bloß ein bisschen schwieriger, weil der Agena Trader ein mächtiges Screening- und Scanning-Tool ist. Man kann daraus auch direkt handeln und man kann sich vor allen Dingen auch an den Broker FX Flat zum Beispiel direkt anschließen und dort zum Beispiel die CFD-Produkte zu handeln oder aber auch die TWS Station von Interactive Brokers, mit denen sie eine Kooperation haben, dort anschließen und Aktien und Futures und viele, viele andere Produkte auch zu handeln.
Das ist komfortabel, ne? Kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das muss man wissen. 2019 habe ich dann meine Perlentaucher-Strategie in den Agena Trader komplett implementiert und dann kann man dazu sagen, das ist nicht ein Projekt von ein, zwei Tagen. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich diesen Prozess vom Index über eine Branche, um eine Aktie zu finden, sage ich mal, einzustellen und mir diesen Handelsplatz zu erstellen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen und das muss man auch wissen, bevor man sich so eine Software logischerweise zulegt. Ja, 2020 habe ich dann eine Perlentaucher-Strategiegruppe gebildet. Das heißt, die Leute, die ein Coaching bei mir gebucht haben, dann natürlich auch mein Add-on bekommen. Das ist so eine Inklusiv-Sache, dass ich halt niemanden damit alleine lasse, sondern das installiere, Datenfeed-Broker anbinde und natürlich auch dort das Tool erkläre. Da kommt man in die Gruppe, ist dann ein Jahr drin. Ich habe es wegen Corona sogar ohne Schluss verlängert und dann kann man dort Fragen zum Agena Trader stellen natürlich und natürlich noch auch zu der Strategie, Trades vorstellen und so weiter. So, genug der Worte. Was erwartet euch? Das ist jetzt nicht so der Riesen, die Riesenagenda. Das kennt ihr auch schon. Die Perlentaucher-Strategie wirklich nur ganz minimal erklärt. Das heißt, das ist eine Vorlage hier. Das geht relativ schnell. Wenn ihr aber in der Tiefe verstehen wollt, welcher Hintergrund da ist zu meiner Strategie, dann schaut euch doch das Video aus dem Januar an. Und das heißt, meine Strategie im Blick. Und das ist auch bei FX Flat hinterlegt auf dem YouTube-Kanal. Da könnt ihr das euch anschauen. Bei mir auf der Homepage tradercoach.de genauso. Ja. Dann habt ihr in der Tiefe im Endeffekt einen Durchblick, warum die Strategie so aufgebaut ist. Ne. Hier ist es nur essentiell mal so ein bisschen erklärt. Natürlich werfen wir Blick auf die Märkte, das heißt Indizes und ein paar Rohstoffe, Gold, Öl und so weiter. Und eure Aktien, das wissen auch schon einige, am Ende, wenn ich hier durch bin, könnt ihr eure Aktien einfach die Symbole oder auch den Namen in die Fragen reinschreiben und ich schaue da gerne mal drauf, natürlich durch die Taucherbrille einfach mal. Gar kein Thema. Okay. Screening nach der Perlentauchermethode bedeutet einfach Folgendes. Ich schaue mir immer den Index an. Das ist das, was wir jetzt machen, damit ich überhaupt weiß, was los ist. Hier machen wir das alle 4 Wochen. Das bedeutet im Endeffekt, ich habe nie die Situation oft, dass ich sage, na, heute können wir irgendwas kaufen, weil die anderen 30 Tage natürlich im Monat dann sich anders darstellen. Ich habe dann ein Prinzip, nach dem ich vorgehe. Hier muss ich das beurteilen, wie es war oder wie es gerade ist. Und es gibt halt Situationen, wo ich sage, okay, Füße stillhalten nichts oder ich gebe die Zonen an, wo er sich etwas tut. Und wenn ich den Index beurteile, jetzt kann ich etwas tun, weil der Index meinetwegen korrigiert und vorher trendmäßig vielleicht long gestiegen ist, also in die Aufwärtsrichtung, dann ist es für mich einfach der Hinweis, jetzt muss ich mich hinsetzen, ich muss ein Screening vornehmen. Also Aktien suchen und die Branchen beurteilen, dann suche ich mir aus der besten Branche, ja, logischerweise dann auch die beste, möglichst die eine der besten Aktien aus, die im Endeffekt das Gleiche machen, dort aber besser performen als der Index und besser performen als die Branche. Ansonsten könnte ich ja den Index direkt handeln mittels ETF, dann habe ich keinen Stress. Muss ich nicht analysieren, den finde ich ja, den kann ich immer vom Timing her schnell handeln. Ich kann aber auch eine Etage tiefer gehen und sagen, schau mir mal die Branchen an, die zum Beispiel zum Nasdaq oder S&P 500 gehören, welche Werte da drin sind und sagen, ja, ich schaue mir die einfach an und nehme dann die besten Aktien. Ja, wenn die noch nicht reif sind, ich sage, das ist einer mit der performancesten Aktien zurzeit, die will ich auf jeden Fall kaufen, dann ist es nicht so sinnvoll, die Aktien nach 7, 8 Tagen Anstieg zu kaufen, sondern dann sollte man auf eine Korrektur warten. Nun ist es so, dass die ja nicht immer kommt. Na, das ist nur eine Einschätzung, aber ich muss ja mein Risiko verwalten und wissen, wann wird es spannend für mich, auch hier eine Aktie aufzunehmen. Und das kann man natürlich gut mit einer Watchliste verwalten. So, das wisst ihr auch. Wer ein Konto eröffnen will bei FX Flat, der kriegt eine Gratis-Coaching-Stunde, wenn er mich vorher anschreibt. Über meine Homepage könnt ihr euch bei Leistungen informieren, einfach mal. Dann auf diesen Link klicken, entweder Demo-Konto oder Live-Konto. Und genauso ist es mit der Agena Trader Software, wenn ihr die kauft. Auch über meine Homepage bekommt ihr 1 Stunde. Also im optimalen Fall 2 Coaching-Stunden, die wir gestalten können, wie ihr möchtet. Entweder zum Agena Trader Produkt oder zu meiner Strategie oder zum Trading mit Aktien zum Beispiel allgemein.
So, meine Seite tradercoach.de, da könnt ihr reinschauen. E-Mail-Adresse ist cb@tradercoach.de, da könnt ihr auch gerne Fragen reinstellen oder zum Beispiel Aktien, die ich im nächsten Monat dann auch gerne schon mal hier einbuchen kann oder mir sonstige E-Mails schreiben, wenn ihr Fragen habt. So, dann gehen wir jetzt schon rein in den Agena-Trader. Dazu muss ich das hier mal schließen. Und da ist er schon. So sieht das aus. So ist der nicht ausgeliefert, sondern den habe ich mir so gebaut, sprich Farben. Und das hier links ist dieses Scanner und Screening-Tool, was ich benutze. Und hier sind wir in dem Reiter, in dem Tab, Marktklima. Ja, warum Marktklima? Wenn ich raus auf die Straße gehe, dann muss ich auch wissen, ob es schneit oder regnen wird oder ob es das schon tut. Und dann, wenn ich mit den richtigen Klamotten oder mit oder ohne Regenschirm rausgehe. Und genauso ist es an der Börse, ne? Also darf mich nicht wundern, wenn ich nach 7, 8 Tagen Kursanstieg dann noch einsteige, weil ich den Anstieg und ich nicht dabei gewesen bin, nicht aushalte, dann vielleicht nicht abgestraft werde oder abgestraft werde. Das ist natürlich dann der Preis, den man dafür zahlt, dass man manche Dinge nicht aushält. So, was ist das Kernpunkt meiner Strategie? Ist letztendlich die Trenddynamik. Das ist hier so eine Kennzahl und die kann ich immer sortieren von oben nach unten. Das heißt, wenn der Wert möglichst über 1 ist, dann weiß ich, okay, der Wert geht in die Long-Richtung, also steigende Kurse überwiegend. Und ist der Wert unter 0, dann habe ich hier sehr, sehr stark fallende Kurse. Da gibt es wirklich jetzt Aktien, die haben einen Wert von 0,65. Das ist ein extrem wirklich niedriger Wert, den man selten sieht. Ja, zum Beispiel wie PayPal. Die habe ich hier nur drin, weil wir die im letzten Webinar hatte ich die mal als Anfrage und ich habe die einfach jetzt mal hier drin gelassen. Die können wir uns nachher auch mal anschauen. Haben ja auch viele. So, womit fangen wir an? Wir haben hier oben den Öl-Future, Brent-Öl. Ja, Wahnsinn. Wir sehen, bei mir leuchten die grünen Lampen. Das heißt, da wo die grünen Lampen hier vorne aufleuchten, sind sie Wochen-Outperformer, das ist diese Lampe hier, die grün, und Tages-Outperformer. Was bedeutet das? Dieser Index performt jetzt besser als, also Brent, in dem Fall der Öl-Future, performt besser als der Welt-ETF. Ja, wenn ich da entspannter wäre, könnte ich mir auch den Welt-ETF holen. Mache ich es in Öl, dann habe ich hier, ich muss mal hier ein bisschen schieben, damit wir auch hier die Monats-Performance mal sehen und die Wochen-Performance. Ich muss hier mal ein bisschen dicker klicken. Hier irgendwie ein bisschen klein. Was ist hier los? So, da haben wir es. Wir sprechen hier von einer 4-Wochen-Performance von 23% im Brent. Im ETF sind das auch mit Öl 16%, beim Silber 14%, beim Gold 10%. So, und dagegen sehen wir eine Performance zum Beispiel hier im CDAX von minus 10%. Deshalb ist es schon entscheidend, in welchem Segment ich mich bewege. Und genau deshalb mache ich diese Indexanalyse. Und das Gleiche zählt für die Branchen und für das Gesamtportfolio von Aktien, die sich in einer Branche bewegen. Da gibt es ja auch Aktien, die machen die ganze Performance für diese Branche aus und andere schlafen irgendwie ein oder gehen sogar pleite, zum Beispiel. Deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wo stehen die einzelnen Aktien. Wo stehen die einzelnen Branchen im Verhältnis zum Index? Und hier haben wir, wie gesagt, Öl ist super gelaufen. Und ich hatte, glaube ich, hier, ich mache das mal ein bisschen größer und das hier mal ein bisschen zusammen, da haben wir einen größeren Chart, das sieht irgendwie schöner aus, hatte ich hier in dem Bereich, ich glaube, es war Ende, jetzt muss ich mal gucken, 1, 2, heute ist der Tag, 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube, ich hatte hier ein Webinar, bin mich nicht ganz sicher, bei einem anderen Broker und habe dort, da hat mich jemand auch gefragt, was ist eigentlich mit Öl? Und habe ich gesagt, okay, man muss sehen, dieses Rote, das sind so Wochenwiderstände, ne? Also die so ein bisschen, ist ja auch Widerstände, werden oft angelaufen, können gebrochen werden, aber der Kurs kann auch dort anhalten, seitwärts laufen. Ich muss, was kann ich daraus lernen? Ja, kann ja sagen, ja, es ist ein Wochenwiderstand, aber es ist trotzdem durchgegangen. Klar, das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Kurs dort mit einer Reaktion reagieren kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, A, ich bin im Trade drin, B, ich möchte im Trade rein oder ich will gar nicht rein. Ne? Diese drei Möglichkeiten gibt es in dem Fall. Und darauf muss ich mich im Szenario vorbereiten, um auch zu wissen, wie viel Potenzial hat denn eine Aktie, ein Future oder sonst wie und wo könnte der mit dem Kurs zum Halten kommen.
Und dann muss ich halt einfach mehr Fokus drauf richten und sagen, okay, Stop ranziehen, Teilpositionen mitnehmen oder ganz die Position schließen, zum Beispiel. Heute sehen wir ja schon mal ganz krass, Öl war bei 132 hier oben, war vorher immer noch mit weißen Kerzen, also ansteigenden Kerzen, sehr positiv und hat hier heute eine mega Range hingelegt, bis auf 105 runter. Und hier zu diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, wenn man jetzt hier long geht, gehe gerne in der Korrektur long, dann ist das ja hier mit dieser Kerze, wenn ich hier darüber reingehe, eigentlich nicht mehr long, in dem Sinne aus einer Korrektur, weil ja die Strecke von hier unten aus dem Korrekturpotenzial bis nach oben schon an einem Tag gegangen wurde. Und dann springe ich hier drauf mit einem erhöhten Risiko. Das kann ich auch machen. Und wenn ich die Kerzen mal vergleiche, ne, diese Spannbreite, diese Kerze hier mit diesen Kerzen, dann sehe ich, dass da irgendwie ein Unterschied ist. Das ist ja ungefähr die Spanne von drei dieser Kerzen. Das heißt, wenn ich hier einen Trade eingehe, müsste gleich bei euch die rote Alarmlampe angehen und ihr müsst sagen, okay, ich muss einfach weniger nehmen, wenn ich etwas mache von der Positionsgröße. Weil, nehmen wir mal an, ihr werdet hier reingehen, long, über dieser Kerze. Wo würdet ihr den Stop hinsetzen? Ja, wahrscheinlich hier drunter. Und es ist ja klar, dass dieser Abstand hier zwischen viel, viel größer ist und damit auch euer Risiko größer ist, etwas zu verlieren. Beim Future bedeutet es ja, weil er ja Punktwerte hat, die er letztendlich zählt, je mehr Punkte, desto höhere Risiko. Wenn ihr das bei einer Aktie macht und die Situation hättet, bedeutet das, ihr würdet dann weniger Stückzahlen bekommen. Und da muss man immer überlegen, lohnt sich dieser Trade auf dieser Zeitebene Tag überhaupt zu machen? Oder sage ich, nö, jetzt muss ich wirklich mich an den Rechner setzen und muss 5 Minuten Chart vielleicht in so einen Tagen hier handeln, genauso wie heute. Für einen Tagestrade ist das immer sehr schwierig, bei Megaspannen reinzugehen. Ne? Und dann muss man das auch aushalten und sagen, okay, ich kann nicht am Rechner sitzen, ich habe eine Arbeit, einen Job, da kann ich nicht von morgens bis abends 5 Minuten Charts handeln. Das können die wenigsten. So, diese Situation war hier und dann habe ich gesagt, okay, wohin wird der Markt ungefähr gehen? Klar, hier ist dieser Wochenwiderstand und wo wird er reagieren? In dieser Zone. Hätte ich auch gemacht mit diesem Umkehrstab und in diesem Bereich hätte ich dann bei einer entsprechend gesuchten Ölaktie, ja, wenn der Ölpreis steigt, steigen meistens die Ölaktien auch, hätte ich aus der Ölbranche die beste Ölaktie versucht oder eine der besten drei Ölaktien zu finden. So, dann hätte ich gesagt, okay, wenn der Markt hier oben hochkommt, nehme ich einen Teil der Gewinne mit, ja, weil hier in dem Bereich kann es sein, dass der Markt reagiert, macht er auch. Mit dem Rest der Position lege ich dann so einen Stop darunter und wenn er dann weiter runterfällt, dann bin ich halt raus und habe einen Teilgewinn gemacht. Nun ist er noch höher gegangen, das ist super, aber man sieht, wenn man hier nicht mit Targets arbeitet, dann ist man oft Nese, weil am nächsten Tag der Markt gar nicht mehr dieses Level erreicht. Es kann gut sein, ein Target zu setzen, kann aber auch schwierig sein, dass man halt verfrüht einsetzt. Das weiß man vorher nicht, ich weiß es auch nicht. Das muss man wissen, ob es sich lohnt, so einen Trade zu eröffnen. Wie ist die Situation jetzt? Da ich immer aus einer Korrektur gerne handle, finde ich es super, wenn der Markt zurückkommt. Dabei achte ich aber immer darauf, dass der Markt möglichst nicht diese Strecke von einer Korrektur, also von hier oben bis in den Korrekturbereich, den ich jetzt bei einer Unterstützung sehen würde, das wäre A, hier diese Unterstützung, ne? Weil er ist vorher rübergegangen und wir zurückgekommen. Dann wäre hier dieser Unterstützungsbereich. Oder die nächste Station ist ja auch zu sehen, wäre dann dieser Bereich. So. Nun haben wir den unten angelaufen und zack hat er wieder gedreht. Was hat diesen Bereich so interessant gemacht? Das ist zum einen das erhöhte Volumen, das kennt ihr auch alle, das ist hier unten, der Durchschnitt ist das hier und das erhöhte Volumen im Vergleich zu den anderen Höhen dieser Balken ist schon recht hoch. Das heißt, man kann dieses Hoch und dieses Tief dieser Kerze schon als Bereich annehmen, wo der Kurs reagiert. In dem Fall, wo er drüber ist, hat er genau diesen Bereich angelaufen und ist dann wieder zurückgelaufen. Wir haben heute auch hohes Volumen. Das bedeutet, dass dieser Bereich, dieser Unterstützung nochmal mit hohem Volumen, das dann dazu geführt hat, dass vielleicht wieder höhere Preise, sag ich mal, akzeptiert wurden, der Markt wieder nach oben gelaufen ist. Das heißt, wir haben hier bei 106 im Brent einen Reaktionsbereich. Das ist ja nie ein Punkt oder nur ein Kurs. Ja. Und von daher ist es spannend, hier jetzt zu sehen, wie kann ich mir
ihr eine Strategie aufbauen im Öl. Da muss man immer wissen, logischerweise ist das nachrichtenbasiert jetzt gerade. Ja, wir reden nicht von einer technisch analysierten Börse, sondern wir reden hier mehr von einem Markt, der im Moment natürlich mehr auf die News, sprich Krieg, ausgelegt ist. Ja, das müsst ihr immer wissen. Das Risiko wird größer und man sieht diese News-Lastigkeit in der Spanne der Volatilität, sprich der Schwankungsbreite der einzelnen Kerzen. So, was möchte ich sehen, damit überhaupt hier etwas passiert? Das heißt, die Spannbreite dieser Kerzen muss zurückgehen. Das wäre schon mal super. Und dann kommt der Markt zurück auf diese Zone, diesen Bereich und bildet eventuell eine kleinere Kerze aus, die positiv schon mal ist. Ja, sowas hier zum Beispiel, das wäre mega positiv oder so ein Umkehrstab, sowas könnte es auch sein und das in dieser Position, wo das Volumen hoch ist. Passiert es nicht, kann es weiter sein, dass der Markt hier nach unten durchsickert. Dann haben wir hier nochmal einen Unterstützungsbereich, wo das Volumen hoch ist. Ihr seht das hier in dieser Kerze zum Beispiel. Und dann warte ich hier auf dieselbe Reaktion. Und dann habe ich schon mal ein höheres Potenzial, wenn hier unten das passiert, in dem Bereich bei 99, suche ich nach Ölaktien für einen Long Trade. Da muss ich wissen, okay, das können hier zu Ende sein. Dann müsste ich hier in dem Bereich ein Target suchen. Und das nächste Mal muss ich hier auf so eine nächste Reaktion warten. Das wäre das für den Moment. Ja. Also ein Einstieg jetzt hier zu wählen, ohne eine positive kleine Reaktion und eine niedrige Vola, sehe ich im Moment nicht. Deshalb da Finger weg. Wer long drin ist, weiß nicht, wo ihr den Stop hattet, der ist vielleicht jetzt schon rausgeflogen, weil er den Stop nachgezogen hat. Wo hätte ich den Stop sinnvollerweise gesetzt? Wenn der Markt hier oben drüber läuft, hätte ich ihn genau hier hingesetzt, wenn er drüber war, da wäre ich jetzt auch raus oder etwas legerer hier und dann werde ich wahrscheinlich um 1, 2 Cent rausgeholt worden. Bei einer Aktie sieht es vielleicht anders aus. Ne? So, Uso ist ja nur der ETF für Öl und nicht der Schnaps, sondern jetzt gucken wir auf Silber. Was war denn da? Da sehen wir noch ein paar Zeichnungen drin, was hier letztendlich bei mir so analysiert wurde. Und der Markt hat seit dem letzten Webinar, 24. Februar, nicht korrigiert. Was habe ich da gesagt? Nach dieser Kerze hier am 25. Die ist positiv. Was ist dieser rote Balken? Das ist im Endeffekt ein Gap, also so eine Kurslücke. Auch diese Gaps und Kurslücken bilden Unterstützung beziehungsweise Widerstände. Ja. Und deswegen ist es schon interessant, wie der Markt auch an so einen ehemaligen Gaps oder Widerständen reagiert. Und wenn man dann das Volumen dazu nimmt, dann reagiert der Markt vielleicht noch heftiger mit Umschichtungen. Die Zeichnungen, die hier drin sind, sind letztendlich, zeigen den Anstieg bis hier zum Gap. Dann wird der Kurs reagieren. Das hat er auch gemacht. Ging dann wieder nach oben. Und jetzt die Situation ist, jetzt können wir es zusammenschieben. Auch hier haben wir wieder einen Wochenbereich, den ich hier oben eingezeichnet habe. Und ich sage, okay, hier kann der Kurs ungefähr in dieser Zone reagieren. Ja. Das muss man jetzt ein bisschen anschauen. Da, wo ist es denn passiert? Das ist da. Hier ist auch ein Gap. Und zwar war das im Juni 2021. Und hier hat der Kurs reagiert. Man sieht, zack, geht der Kurs wieder nach oben. Also muss man hier ungefähr sein Target gelegt haben für Silber und damit einer Kursreaktion rechnen. Ist auch passiert. Schauen wir uns das Aktuelle an. Was haben wir noch gehabt? Auch hier haben wir ein Gap gehabt. Nämlich von hier nach da. Also immer der Abstand zwischen Hoch und Tief der jeweiligen nachziehenden Kerzen. Das heißt, wir haben hier so ein minimales Gap. Ja, so. Und dann hätte normalerweise der Kurs hier drehen müssen oder sich stabilisieren auf dieser Wochenunterstützung, da er ausgebrochen ist und hier zurückkommt, hat er aber nicht gemacht. Er ist drunter. Und was bedeutet das im Endeffekt? Wo kann er jetzt hinrutschen? Das seht ihr auch selbst. Das ist ja nicht schwierig. Gerade hat er wieder einen Tick nachgezogen. Ich rechne mit der Rücknahme des Kurses in einen Bereich, der extrem hoch mit Volumen behaftet ist. Und das extrem hohe Volumen, das seht ihr hier, guckt euch das an, das ist gestern gewesen. Gestern war, ja, Dienstag, ja. Extrem hohes Volumen. Und das wird natürlich jetzt hier auch, ist ja auch orange die Kerze, in dem Bereich auch an diesem Hoch, für einen Widerstand sorgen. Jetzt hier bei 25 Dollar. Ja, auf jeden Fall. Aber auch hier bei 24 in dieser Spanne kann der Kurs dann entweder ausbrechen oder er versiegt. Das heißt, wenn ich irgendwann in eine Lage komme, eine Long-Position jetzt unterhalb dieses Dings zu eröffnen, müsste ich hier irgendwo mein Target setzen.
handle Silber nicht direkt, sondern ich suche mir dann auch wieder eine Silberaktie. Logisch. Ja? So, was erwarte ich dort? Es kommt zurück bis zu diesem hohen Volumen. Ja, ihr seht das auch. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Das Tief, das Hoch liegt genau da. Komischerweise liegt das Hoch auch da ungefähr da, wo das Ding, das Gap ist. So, und wenn er jetzt weiter runterläuft in dem Bereich und bildet hier auf dieser Unterstützung wieder eine weiße Kerze aus, vielleicht wie ein Umkehrstab, das muss es aber auch nicht gar nicht mehr sein, es wäre okay. Aber je stärker diese Kerze ist, also ein Umkehrstab oder ein Powerbar, wo der Kurs möglichst nah am Schlusskurs ist, desto stärker drückt, wird der Markt positiv gesehen. Ne? So, also heißt es jetzt hier abwarten, was macht der Kurs in diesem Bereich? Und ich will dann natürlich in dieser Zone lieber da einsteigen, wo das hohe Volumen unter mir ist. Das heißt, wenn ich einsteige hier unten, eine Möglichkeit bekomme, was der Markt mit vielleicht rauscht ja auch durch, dann schaue ich immer, dass ein hoher Volumenbereich unter mir liegt, wo schon mal gekauft wurde. Und hier wurde gekauft an diesem Bereich bei 21,95, 22. Also bleibt spannend. Silber steht bei mir auf der Watchlist. Ich schaue mir das an, wie es runterkommt. Und dann entscheidet der Markt, ob wir da etwas tun können. So, ich glaube aber, jetzt kommen wir zu Gold. Ist ja auch Wahnsinn, ne? Gold hat ja so lange geschlafen. Ich scroll mal hier zusammen, dann sieht er die Historie. Jetzt schon mal einen richtigen Run gemacht. Das war 2020 bis 4. August 2020. Und genau an dem Hoch sind wir gewesen vor kurzem. Ja, nämlich vorgestern. Auch bei diesem Webinar ging es darum, hey, was muss ich jetzt hier tun, wenn ich hier bin? Und schaut mal, hier ist wirklich ein Bilderbucheinstieg aller Perlentaucher. Also wenn ihr danach sucht, ist das das Setup, was hier eigentlich besser gar nicht darzustellen. Dieser Umkehrstab hier sitzt, und das ist ja auch nichts Neues, wo sitzt er? Mit seinem Tief genau auf einem Gap. Ja, Kurslücke. So, wenn ich den Tag jetzt nicht gesehen habe, dann sieht das so aus. So, jetzt ist der nächste Tag vorbei. Jetzt kommt der nächste Tag, hoffentlich. So, und da ist der Umkehrstab. Da ist auch schon einer. Also das ist vielleicht ein bisschen schlechter zu sehen, habe ich gar nicht gesehen. Aber dieser Umkehrstab ist natürlich noch cooler, noch besser, weil er einen früheren Einstieg bildet. Und das auch im guten Bereich und zwar bei extrem hohem Volumen. Wie seht auch hier dieses Volumen vom 24. Februar, der dieses Tief hatte, dann das Gap. Der Markt reagiert da drin und zwar nicht mit verweilenden Kursen, sondern dieses, ich steche mal da rein und dann wird hier wieder Fahrt aufgenommen, weil die Leute dann wieder höhere Preise akzeptieren und der Markt steigt. Dann am nächsten Tag, wo der Markt hier unten war, öffnet er da drin, bildet eine kleinere Range und das ist ja super günstig, weil wenn ihr hier drüber, sage ich mal, eröffnen würdet über dieser Kerze, dann werdet ihr bei 36 eingestoppt und könntet den Stop, würde jetzt nicht direkt unter die Kerze hämmern, sondern etwas unter dem Gap, weil das Gap bildet ja einen Support und dann kann ich dort von einem etwa Long-Anstieg profitieren. Die Taktik wäre dann zu sagen, okay, hier ist ein Widerstand. Der wurde relativ schnell genommen mit diesem Mega-Aufwärts-Gap, was dann da ja geschlossen wurde, hier einen Teilbereich zu realisieren und den Bereich hier oben natürlich unter Beobachtung zu haben, zu sehen, was dort passiert. So, jetzt haben wir das genau gehabt. Der Markt eröffnet, geht da rein, raus. Teilbereich wäre vielleicht in einer Goldaktie draußen. Und dann muss ich jetzt gucken, was passiert, wenn der Markt hier oben ranläuft in diesem Bereich und wie reagiert er dort. Ja, schaut mal. Ich habe hier eine Umkehrkerze. Das wäre der zweite Punkt gewesen, um nochmal einzusteigen. Warum? Weil ich hier einen Ausbruch hatte, der ist zurückgelaufen. Ich habe die beiden hochvoluminösen Balken unter mir mit ihren Dingern und kann hier in diesem Bereich wieder nach oben gehen. Das wäre, wenn ich jetzt ein Trade gemacht hätte, wo ich die Hälfte der Position hier oben raus bin, dann wieder zurückkomme, wieder ein Wiederentry mit der Hälfte, die ich verkauft habe, wieder. Hätte ich ja schon einen Teilgewinn realisiert, logischerweise. Wo muss ich mit Kursreaktionen rechnen? Natürlich hier oben in dem Bereich. So, da in dem Bereich hier oben muss ich mit Kursreaktionen rechnen. Ich weiß gar nicht, da sieht man es ja auch im Chart, dass da irgendwas passiert. So, dass da jetzt in so ein paar Tagen so viel passiert, das weiß man gar nicht. Das war nicht vorab zu sehen, zuher zu sehen. Aber ich muss mich darauf vorbereiten. Und wichtig ist zu wissen, kommt der Kurs in den Bereich? Was will ich machen? Vertraue ich darauf, dass der Markt immer weiter hochgeht? Was sind die Möglichkeiten, die ich da habe? Die Möglichkeiten sind A, den Stop nachzuziehen, wenn ich in der Position voll drin bin, fett im Gewinn bin.
Die Frage ist mal, wie viel will man abgeben, ja, von da oben bis da unten? Oder ist es schlau zu sagen, ich setze einen Teil Target da rein, verkaufe einen Teil der Position? Na, natürlich kann ich das nicht immer zum besten Zeitpunkt machen, aber wenn ich einen Teil draußen habe, bin ich in der Lage, den Trade generell weiterzuführen, ohne größere Risiken einzugehen, weil ich in einer Phase, wo der Markt stark ansteigt, einen Teil Gewinn mitnehme. Und dann gibt es immer die Aussage, naja, wenn man da kein richtiges CAV hat, dann wird das nichts und dann kannst du das nicht realisieren. Ich weiß niemals, wie hoch mein CAV ist vor einem Trade. Ich weiß nicht mal, wer das behauptet, dass der Markt dahin ist. Ich weiß es nicht. Ich versuche Trades zu nehmen, wo das, sag ich mal, das Potenzial, wo er wieder hinlaufen kann, größer ist als das, was ich als Stop-Range habe, logischerweise. Aber wissen tue ich es nicht, ich probiere das. Und das zeigt sich nachher im Endeffekt im Trading-Journal und nicht in dem, was ich vermutet habe, logischerweise. Also hier kann ich mit einer Reaktion rechnen, die ist auch passiert. Und dann gibt es ein Gap nach unten. Das heißt, wir hatten einmal ein Gap nach oben, ne? In dem Bereich wieder ein Gap nach unten und jetzt macht er den Rücksetzer. Wenn ich jetzt in Gold rein möchte, ich habe heute gelesen, man rechnet damit, dass das Ding Gold bis 1750 wieder fällt. Also weiß ich nicht. Also dann 1750 ist jetzt hier, ist ja nicht der Future, sondern ist der ETF, der das auch sehr gut wiederbildet. Die Frage ist, ist das realistisch? Kann natürlich passieren, aber in welchem Zeitrahmen und welcher Zeitrahmen ist da für uns eigentlich interessant? Das heißt, was muss ich mir anschauen? Der Markt macht heute hier den negativen. Wo kann ich mit Widerstand rechnen? Natürlich hier oben am Top. Ja, ich habe dieses extrem hohe Volumen in dieser orangen Kerze. Hier oben muss ich rechnen, dass er bei 40, ist ja fast eine runde Zahl da oben, 39,50 wieder dreht. Dann habe ich hier ein Abwärtsgap, da ein Aufwärtsgap. Wo könnte es genauso passieren? Natürlich hier an dem Gap. Nächste Station. Das heißt, ich habe noch keine Korrektur. Habe ich einen Tag, sondern minimale, aber ich warte auf einen positiven Tag. Wo kann der Kurs zum Stoppen kommen? Hier kann er wieder kommen. Ne? Was macht er hier? Läuft er da runter? Entweder macht er hier eine Pause. Muss ich abwarten, gucken, kommt eine positive Kerze. Wie verhält sich das Volumen? Habe ich in der letzten schwarzen Kerze, bevor eine weiße kommt, ein erhöhtes Volumen? Ist das positiv? Ja. Je höher, desto besser. Hält er das nicht? Das sehe ich ja mit den Kerzen. Haben die lange Lunten unten, das ist Lunten, ja, und oben Dochte. Dann spricht die Lunte, die lange, für einen guten Support. Der lange Docht oben spricht eher für eine Schwäche. Ja, und die Farbe der Kerze, relativ einfach. Ne? Es geht um Risikoabschätzung. Und dann rauscht er vielleicht durch bis hier. Und hier ist nochmal massives Volumen. Das heißt, wir haben hier bei 36 in dem ETF diesen Bereich wieder, der dann wieder noch interessant wäre für einen Long Trade. Ne? Dann sieht das wahrscheinlich hier mit dem Bollinger Band schon anders aus, logischerweise, je nachdem, wie schnell das passiert. Aber das ist im Moment die Einschätzung. Also zum Long draufhüppen, nix Gold Short zu handeln aufgrund der Situation würde ich nicht, weil wir sind ja eher im Long-Markt unterwegs. Wenn ich sowas Short handeln will, dann muss ich dort sehr, sehr eng sein mit den Stops, sehr, sehr aggressiv und aufgrund der Newslage würde ich das nicht machen. So, Russell 2000. Das ist relativ crazy. Ich mache mal die Zeichnung weg. Dann sieht das ja verwirrend aus. Wo sind wir im Moment? Relativ einfach zu sehen, wir haben einen Seitwärtsmarkt. Warum haben wir einen Seitwärtsmarkt? Bei mir entscheiden da immer die Bollinger Bänder drüber. Einfache Regel: Bollinger Band oben berührt, ist der nächste Trade aus der Korrektur long. Wäre hier gewesen, ne? Zack, long. So, wenn er hier oben berührt, dann sind wir. Wir eigentlich in der Long-Richtung sind wir aber nicht, sondern wir haben den letzten Trade dann hier unten Short berührt. Ja, das heißt im Endeffekt wieder auf eine Korrektur warten und dann hier Short zu handeln. Und das haben wir in relativ kurzer Zeit, sodass man hier eine Seitwärtslage kommt. Ja, anders ist es hier, hier sieht man ja, zack, hier ist der Long. Hier unten closed dann nicht so wirklich richtig drunter, geht dann wieder in die Long-Richtung. Kann man so relativ gut einfach sich so eine Regel aufbauen. Es bedeutet, für diesen Markt hier habe ich zwei wichtige Zonen für den Russell. Das sind ja die kleineren Werte im amerikanischen Markt. Volumen zum einen. Ne? Diese beiden Kerzen hier haben ein erhöhtes Volumen, oft im relativ Tiefbereich, nämlich da unten. Ne? Da ist auch so eine Wochenunterstützung, also zweimal in der Woche, wo das Ding angefahren.
So, das heißt, wenn ich jetzt long gehe, dann habe ich diese Unterstützungszone mit den Hochs von den Kerzen so ein bisschen unter mir und die absolute Umkehrmöglichkeit da unten bei 150 wäre nochmal mein Support für eine Long-Version. Für eine Short-Version, wenn ich jetzt Short gehen will, da hier ist keine Short-Kerze, dann hätte ich das entweder an diesem Umkehrstab hier tun müssen, da drunter. Und dann muss ich ja Folgendes mir überlegen. Das würde ich einfach hier schulen, dass ihr das seht und überlegt. Und das zählt auch für eine Aktie, was ich sage, nicht nur für einen Index. Dass ich, wenn ich hier Short gehe, damit rechnen muss, dass der Markt natürlich hier wieder dreht. Schwupps. So. Und nun kann ich ja Folgendes machen. Wenn ich sage, ich bin Trendhändler, das ist ja die Markttechnik immer, auf verschiedenen Zeitebenen und sagen, okay, ich warte dann, bis der Markt, wenn er wieder korrigiert und dann geht er weiter nach unten. Ich weiß aber nicht, ob er was macht. Deshalb nehme ich, muss ich bei so einer Situation immer abschätzen, wie hoch ist das Volumen und wie hoch ist die Umkehrmöglichkeit in dieser Situation. Ja, beweismäßig sehen wir sowas hier. Wir haben hier auch die Situation gehabt, dass wir ein Tief hatten mit hohem Volumen und dann nochmal. So ein bisschen ähnlich wie hier, hier ging es aber schneller. Und wenn ich jetzt hier oben Short aufbaue, diese Signalkarte nehmen und würde jetzt hier sagen, geh short, wenn da runter, dann läuft der Markt hier kurz hinein, macht aber genau das Gegenteil. Und das passiert oft, sehr, sehr oft in Zonen, die ein hohes Volumen haben. Das heißt, da muss ich meine Targets hinsetzen, meine Zielbereiche. Das muss ich mit Potenzial ungefähr abmessen können. Lohnt sich das? Ja. Und da muss ich bereit sein, mit folgendermaßen zu reagieren, zu sagen, wenn ich da short wäre, entweder ein Target setzen, das würde ich empfehlen in so einem Fall immer, oder halt die Stops oder und beides aggressiver nachzuziehen. Ja? Wenn nicht, muss man einfach die Füße da stillhalten. Was will ich sehen, damit ich long gehen kann? Gibt es zwei Varianten. Durch diese Unterstützung an diesem hohen Volumen könnte der Markt hier wieder zurückkommen. Ich nehme das mal raus, damit wir das ein bisschen sauberer haben, damit sie vielleicht auch die Aktienmärkte wieder positiv sind. Der Markt korrigiert hier ein bisschen weiter runter und fängt hier in diesem Volumenbereich der orangen Kerzen an diesem Tief wieder an zu reagieren. Ja, mit einer positiven Kerze. Ich sage, so ein Umkehrstab muss es nicht immer sein oder so eine Art Powerbar, so ein voller Bar. Es kann auch eine einfache weiße Kerze sein, wo ich dann sage, hey, ich setze mich mal ran und screene mal den Russell 2000 nach aussichtsreichen Aktien. Ja, gute Möglichkeit. So, wenn ich das mache, hier einen Einstieg finden sollte, wo setze ich dann mein Target? Oder was beobachte ich im Aktienindex, Russell? Wenn ihr die Aktie habt, dann hat die natürlich immer Priorität, logischerweise. Aber ich möchte ja den Markt analysieren und wissen, wo, was macht der gerade. Hier sitzen wir mitten in der Mitte. Das heißt, ich hätte hier Potenzial bis da oben. Da wird er wahrscheinlich reagieren. Also müsste ich, wenn ich long gehe, jetzt abwarten, dass er mal nach oben weggeht. Da muss ich die Füße stillhalten. Potenzial wäre bis da, weiß ich aber nicht, ob es geht. Korrektur abwarten und dann in die Long-Richtung gehen. Ja, da oben in dem Bereich aufpassen, was macht der Markt, weggehen. Habe ich aber noch nicht die Situation. Die Kerze ist jetzt auch noch nicht so positiv, die läuft ja auch noch. Das heißt, wir warten auf einen Rücklauf und würden dann dasselbe machen im Long-Bereich. Hier einen Teil verkaufen und vielleicht geht sie durch und macht dann genau das dort weiter. Weiß ich nicht. Szenarien einfach. Das ist relativ schwierig. Wenn ich jetzt short gehe, ich habe eine weiße Kerze, da gehe ich nicht short. Ich gehe immer nach schwarzen Kerzen short, logischerweise. Das ist vorbei, hier ist nichts getriggert worden. Habe ich also nur die Option, dass er vielleicht noch ein paar Tage läuft. Halte ich für schwierig, außer da kommen super neue News. Mich interessiert mal, ob ihr überhaupt noch in Märkten drin seid. Wer hat denn noch die Aktien vor dem Krieg, sage ich mal? Könnt ihr mal ja oder nein schreiben, ob ihr noch Aktien habt und ob ihr euch da Sorgen macht. Ja, Sorgen oder nein, bin gelassen, weil ich bin investiert. Schreibt das einfach mal bei Fragen rein, das interessiert mich. So, dann haben wir den S&P 500. Der sieht natürlich ein bisschen anders aus. Wir sehen noch hier die Einschätzung. Ich glaube, okay, passt ja wirklich auf den Punkt. Weil zum einen haben wir gesagt, entweder läuft ihr bis oben ran, wenn wir hier long gehen, das war glaube ich hier auch am 2. März. Also, dass er bis dahin den Widerstand geht. Wenn er es nicht macht, dreht er wahrscheinlich am 20er ab und wird wahrscheinlich bis hier runterlaufen und dann eine Reaktion zeigen. Auch das ist eingetreten. Wie schnell das manchmal eintritt, ob es über Tage oder innerhalb von einer Kerze, so wie heute geht, sehr schwierig, ne? Also schaut euch das mal an. Wo wollt ihr hier einen Einstieg finden, ja, heute? Heute die Kerze voll nach oben geschossen. Gestern Umkehrstab.
jetzt nicht super an einer Position, aber auf einer Situation, wo wir hier hohes Volumen hatten. Das bedeutet ja, dass das Tief hier unten mit einer Reaktion rechnen kann. Oder über die Aktie. Ja. Das Hoch, das Tief der Aktie, hier hatten wir schon mal. Heißt, wenn der Markt sich hier irgendwie stabilisiert, was Positives zeigt, dann können wir dort lang gehen. Das ist ja die Frage. An dem Tag, da wäre ich nicht long gegangen. An dem Tag, ja, auch nicht. Und an dem Tag auch nicht. Also ich hätte auf eine weiße Kerze warten, jetzt hat er die ganze Spanne weggenommen. Das heißt, was muss ich jetzt tun? Was gibt es für Möglichkeiten? Die Range ist mega groß. Das heißt, ich muss im Endeffekt abwarten, bis der Markt, was könnte ich hier eigentlich tun? Bis der Markt hier an die Wochenunterstützung rangeht, dann kommt das Bollinger Band ein bisschen zurück. Im super günstigen Fall berührt er das Bollinger Band, reagiert dann aufgrund dieser Widerstandszone, wo das Volumen ja auch erhöht ist, sieht man ja hier. Bei 4890 war das korrigiert. Und dann bewegt sich der 20er so langsam nach oben. Das ist, was immer passiert. Und ihr habt hier dann diese Unterstützungszone letztendlich wie so ein Ausbruch unter euch, dass der Markt sich hier wieder fängt. Und dann kommt er aus einer Seitwärtsbewegung vielleicht nach oben. Vielleicht ergibt sich dann wieder etwas mehr Potenzial, wo man hier natürlich dann überlegen muss, wieder einen Teil rauszusetzen mit den Aktien. Also auch hier bei 4.400 oder 4.500 vorsichtig sein. Ne? Schauen wir mal, was nach unten unterwegs sein könnte. Boah, da ist hier die 4000. Wo haben wir hohes Volumen? Das ist das Erste, was ich mir angucke. Ja, hier ist fett orange drin. Nächste Station der Unterstützung. Ja, die Kerzen leuchten orange. Ihr seht hier unten. Könnte 4050 sein. Der Bereich ist jetzt auch hoch. Da unten gedreht. Da unten 3800. Ja, wenn er hier durchsagt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Und dort finden halt Reaktionen statt. Und da muss man immer an der letzten Kerze schauen, okay, wie verhält die sich? Ist die für mich handelbar? Und würde ich mich jetzt zum Beispiel bei S&P 500 Aktien bei so einer mega weißen Kerze hinsetzen und nach Longs Trade Screen? Ich glaube nicht, weil ich glaube, da sind dann 12, 13, 14, 15, 20% Kerzen. Und da muss man ja irgendwo sein Risiko berechnen und seinen Stopp drunter setzen. Also eher nicht. Dow Jones, da sind auch schon Zeichnungen drin. Der macht genau das Gleiche. Hier habe ich auch einen Unterstützungs- oder Widerstandsbereich eingezeichnet, wo der Markt reagiert. Er fällt runter, geht jetzt wieder nach drüben, nach drüber, hält sich aber im Endeffekt in diesem Segment auf und sorgt dafür Reaktionen, die massiv sind, weil die Kerzen natürlich groß sind. Auch hier gilt genau das Gleiche. Bei einem Abverkauf, wenn das nochmal kommen sollte, wird er wahrscheinlich bis hier runter zurücksacken. Warte ich auf eine positive Reaktion, sprich weiße Kerze, gucke mir Dow Jones Aktien an und würde sie dann kontra, das wäre ja ein Kontratrend, weil wir gehen ja im Endeffekt dagegen, mit aggressiven Stop und Target in diese Richtung handeln. Wenn ich Glück habe, erwische ich sowas quasi am markttechnischen Punkt 1, wer sowas kennt, das erwarte ich ja nicht, ich kenne mich bloß da aus, dann habe ich den möglichst frühen Einstieg, der ist natürlich immer etwas risikobehafteter. Logischerweise. Für einen Long Trade sehe ich hier wenig Chancen, weil 20 kommt runter. Hier der Widerstand, da ist wenig Potenzial. So, weg, Nasdaq. Nasdaq hat eins gemacht, ist genau wieder auf den Punkt, ja, in die Zone gekommen, wo hier das Volumen hoch war bei 13.000. Der Markt hat reagiert. Auch hier haben wir gar keine Chance gehabt. Ja. Für einen Short Trade schon. Aber bei so einem hohen Volumen muss man hier ein Target reinlegen. Wäre vielleicht aufgegangen, super. Da muss aber, wie ich immer gesagt habe, eng absichern, weil der Markt dann natürlich auch mega schnell in die andere Richtung springen kann. Ja, haben wir hier auch. Also das ist hier dieser Unterstützungsbereich. Hier fängt jetzt schon der Widerstandsbereich an und ihr befindet euch jetzt einfach in der Mitte. Nein, gar nichts. Da ist einfach abwarten. Wo kann das Ding hinsinken? Das sehen wir selber schon. Hier ist das Volumen hoch an dieser Kerze. Da ist auch die Wochenunterstützung. Also haben diese Unterstützung wesentlich mehr Signifikanz und würden Support bieten. Schwierig, ja. Wenn der Markt jetzt hier hochläuft nochmal und kommt wieder zurück, bietet hier eine Zone, dann in die entgegengesetzte Richtung, dann wieder ein Target setzen. Wir befinden uns jetzt halt wirklich in so einer Zone, wo Abverkaufsbereiche und Kaufbereiche mit hohem Volumen unterlegt sind und dort erfolgen halt immer Kursreaktionen. Ne? Also Risiko abschätzen. Deutsche, da kommen ja mal ein paar deutsche Aktien. SDAX, ja, den hat es auch mega zerrissen.
Die kleinen deutschen Werte. Ja, da haben wir den Rücklauf auf diesen hohen Volumenbereich. Das ist wieder eine Punktlandung. Also wenn ich hier hingucke, hier leuchtet ja nicht so viel orange, aber diese beiden Kerzen hier bei 12.700 und 12.450 bieten genau den Bereich, wo der Markt wieder aufgenommen wird und der gegenläufig läuft. Auch hier habe ich, das ist eine positive Kerze, aber auch eine mega Schwankungsbreite. Ja, wenn ich mir dann Aktien anschaue, die 25% verloren habe oder 23% gewonnen in der Aktie, wo soll ich da einen Stop hinsetzen? Das ist halt sehr, sehr schwer. Was könnte hier passieren? Der Markt ist heute wirklich auch nochmal sensationell gestiegen. Hier oben haben wir erhöhtes Volumen bei 14.000, da auch. Das heißt hier, der 20er ist schon drunter und fallen, könnte das schon langsam wieder auslaufen. Und dann könnte man sich überlegen, einen entweder in den SDAX zu nehmen als ETF, wenn es sowas gibt, oder halt eine Aktie direkt auszusuchen, eine schwache Aktie, um dann short zu gehen und hier wieder dann mit einem Target zu verkaufen. Na, für den Long-Bereich sehe ich hier massive Widerstände. Das glaube ich erstmal so nicht. Da müsste noch eine Menge passieren. Also da wäre mir eher so ein Short-Szenario in einer Einzelaktie, wenn der Markt noch hier oben ranläuft, dann eine schwarze Kerze zeigt, könnte ich mir das vorstellen, wenn die Aktie das Gleiche tut. Schauen wir uns den DAX Future an. Schaut euch mal die Kerzen an. Wo? Also wenn ihr hier gescreent hättet nach Aktien, ja super, aber die Spannbreite bis nach unten ist mega vom Abstand. Schwankungsbreite groß. Im Endeffekt das Gleiche. Ne? Wenn er da drüber geht, läuft er vielleicht bis dahin und ist dann wieder gebremst. Ja, Potenzial nach unten, jetzt hier short zu gehen bei so einer mega weißen Kerze, wo wird es wieder aufgenommen, ist hier unten natürlich auch ein Bereich, der deckelt. Also weg vom Markt. MDAX. Also wir haben nichts mehr, wo irgendetwas Positives besteht. Gestiegene Volatilität, ja, man sieht hier, boah, Riesenvolumen, also ein Riesen ist übertrieben, das hatten wir hier mal, fettes Volumen, aber hier hatten wir ein erhöhtes Volumen, was ausreicht und wir laufen wieder hinein in dieses Volumentief hier, sind schon recht fortgeschritten. So, was kann ich jetzt machen? Ich habe viele Unterstützungslevel, ich gehe mal weiter zurück, diesen Bereich hier bei 27.000, wenn ich einen MDAX-Wert einen starken Suche aus einer starken Branche, dann würde ich jetzt wieder warten. Manchmal ist Traden einfach nur warten, dass der Markt wieder zurückkommt. Entweder geht er noch ein Stück höher, dann hat er hier den Widerstand und kommt auch wieder zurück. Je nachdem, wo er wann reagiert, das weiß ich ja nicht. Also wenn da eine weiße Kerze kommt, dann kann ich versuchen, die eine Größe hat, die normal ist, so wie hier zum Beispiel, Schwankungsbreite, dort dann zu sagen, ich screene nach starken Aktien aus dem MDAX. Ne? Manchmal muss man nichts machen. Warum soll ich mich jetzt da hinsetzen? Da kann ich natürlich immer eine Aktie finden, die es macht, aber ich möchte ja mit der breiten Masse mitgehen. Ne? Und nicht jetzt speziell mich gegen etwas stellen. Die Strategie muss dann passen. Entweder gehe ich mit so einem Trend mit, das ist dann halt sowas, zack nach oben, warte auf eine schwache Kerze und versuche einen Short Trade zu machen. Ja? Dort, wo möglichst wenig Widerstand droht, Zweck, Wochenwiderstand oder eine Unterstützungszone, wo ich halt, wo der Kurs reagieren kann. Und diese Strategien sind darauf ausgelegt. Also einmal mit dem Trend und einmal Kontertrend. TecDAX, technische Börse, der Endeffekt, das Spiegelbild der amerikanischen Börse, möchte ich mal vorsichtig sagen. Mach mal die Zeichnung raus. Auch hier seht ihr, wie schnell das im Endeffekt ging. Und gutes Setup aller Perlentaucher, sage ich mal, ist das hier. Das ist für ein Bilderbucheinstieg. Das kann man eigentlich immer gut, dann findet man nicht immer, aber das ist gut, dann weiß ich, okay, wenn ich hier den Umkehrstab auf die Short-Richtung handle, weil ich in die Wochenwiderstand laufe, muss ich ein Target hier unten reinsetzen, einen Teilverkauf und den Stop eventuell ranziehen und dann warten, ob er durchgeht. Das hat er hier gemacht, das weiß ich aber vorher nicht, logischerweise. Und genauso ist es hier. Habe ich hier einen Widerstand und komme nach oben, würde jetzt hier Short traden, wenn ich eine schwarze Kerze habe. Das ist hier eben gar nicht mal so der Fall, sondern hier. Da ist es eine schwache Umkehrkerze. Dann weiß ich, dass ich hier ungefähr mein Target reinpacken muss in die Zone und die Restposition, eventuell Stop nachziehen, wäre ich vielleicht ausgestoppt worden oder ich bin etwas auf Break-Even ausgelegt, dann wäre ich jetzt noch drin. Und das sind die Möglichkeiten, die man dann hat. Die eine oder andere Richtung.
Ja, wenn ich Countertrend handle, dann weiß ich, hier ist ein fettes, hohes Volumen. Wenn es eine positive Kerze ist, das war's, dann handle ich im Endeffekt aufgrund dieses hohen Volumens gegen den Trend und muss dann auch mit einem Target arbeiten, was sinnvoll ist, weil der Markt relativ schnell wieder dreht. Aber der Markt kann auch immer einfach durchstarten weiter. Das weiß ich nicht. Aber ich kann meine Trades relativ gut absichern. Auch diese Situation war so: erhöhtes Volumen, eine positive Kerze rein, Stopp nachgezogen, Target in diesem Bereich. Und dann kann man sogar den Einstieg für einen Short Trade finden. Ja, das ist Gedanken umschwenken, aber so flexibel muss man beim Traden sein. So, das ist die DAX Kasse CDAX. So, jetzt haben wir nochmal zwei Aktien, habe ich immer am Start. Ich habe mal die Netflix-Aktie genommen. Und auch hier seht ihr, wann, wo Kurse reagieren. Das ist dieses Gap, Kurslücke, die hier stattgefunden hat. Dann läuft der Markt mit erhöhtem Volumen, wird er hier aufgefangen. Das sieht man hier. Der Markt schließt, sage ich mal, nicht mehr drunter unter dieser Zone und bildet dann hier eine weiße Kerze. Hier ist eine schwarze Kerze. Macht ein Gap. Und hier wird der Markt letztendlich wieder abverkauft an diesem Gap. Ja. Nicht alle Gaps schließen sich. Das müsste ja dann da reingehen. Ja, wann ist auch die Frage? Können wir in 3 Jahren erst schließen? Aber es gibt zwei Bereiche, wo der Markt halt immer dreht. Entweder an diesen Gap-Zone, je größer, desto krasser, oder an der oberen. Ne? Also an den beiden Linien. Und dort sind meistens noch hohe Volumina, die dann dafür sorgen, dass dort Orders noch liegen oder jemand der Meinung ist, das ist halt günstig oder teuer für die Aktie. Ja, nur so kann man das bewerten. Und auch hier an diesem Aufwärtsgap, was als Unterstützung diente, dreht der Markt nach unten, dreht oben rein, das sieht dann wieder als Widerstand und er macht das gleiche nach unten. Und jetzt wird spannend bei der Netflix, das habe ich auch letztens mal gesagt, geht der hier unten rein, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine Netflix zu kaufen. Wenn, und jetzt kommt das Wichtige, der Markt hier in dieser Zone, an dieser Wochenunterstützung, eine Reaktion zeigt. Die hat er da nicht gezeigt, da nicht gezeigt, da nicht gezeigt, da nicht und da nicht. Hier ist jetzt so eine Reaktion heute. Wir müssen uns, die Kerze ist ja noch nicht zu, um 22 Uhr. Schließt die hier oben. Was kann ich dann tun? Dann könnte ich hier ein Long Trade eingehen, müsste hier oben ein Target setzen. Das wäre dann halt bei 3,66 rein. Bei 3,90, also 10%, Hälfte Position, die halt 5% und den Rest stopmäßig break-even oder aggressiv hinterherziehen. Nächste Target wäre dann 400 noch was vielleicht. Weiß ich nicht. Ja. Enger Target, Stop hinterher. Eine Möglichkeit. Wie gesagt, nicht nachmachen. Meine Ansicht. Alles hinterfragen. Ihr seht, die Kerze sieht das auch nicht mehr so positiv aus. Also einfach abwarten. Aber es wäre ein Szenario. Ne? PayPal. Das ist auch eine Aktie. Schaut euch die PayPal-Aktie an. Ne? Cooles Geschäftsprinzip hier. Im Maximum 313. Jetzt reden wir hier von $98. Und das ist kein Aktiensplitter. Was ist hier passiert? Auch ein Riesengap. Ich glaube, Geschäftszahlen. Dann kam ja hier immer hohes Volumen. Aber das zeigt mir mal nur die relativen Volumina. Aber hier sieht man ja ganz eindeutig, wo die Musik spielt. Also hier bei 134 ist so ein massiver Widerstand, wenn der Kurs hier hochkommt. Das muss man wissen. Und hier unten wird das Volumen weniger. Das heißt, wir haben hier einen Unterstützungsbereich. Und jetzt schauen wir mal, wo die Aktie irgendwie stand. Und da haben wir auch ein hohes Volumen. Also um die 100, um die 90 wird es interessant. Jetzt müssen wir uns angucken, was ist passiert. Haben wir seit den Tagen ein mega Potenzial, positives Feedback bekommen? Hier haben wir hohes Volumen und wir hatten hier einen Umkehrstab. Den hätte ich von meiner Seite aus als positiv gesehen und hätte hier eine Order produziert und wäre dann wahrscheinlich hier unter dem ausgestoppt worden. Das wäre ein Fehltrade gewesen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das passiert ja auch. Das sind ja nur Chancen. Jetzt habe ich hier in dem Bereich heute, gestern eine positive Kerze, aber nicht so. Das ist ja eher ein Umkehrstab nach unten. Und heute tickt sie so ähnlich wie bei der Netflix so im Mittelfeld. Also nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber interessant wird's, wenn man sieht, das Volumen ja auch in dieser Kerze hier, in dieser schwarzen, etwas erhöht, vielleicht nochmal eine schwarze jetzt kommt, vielleicht heute oder morgen, nochmal ein erhöhtes Volumen stattfindet und dann wieder eine positive Kerze. Dann würde ich diesen Trade auch nochmal probieren und dann hier oben bei 125 einen Teilgewinn auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Steht doch bei mir auf der Long Watchlist, PayPal. So, das war es jetzt erstmal so zu mir. Dann gucke ich mal kurz auf die Fragen. Und meine Frage war ja vorhin, vielen Dank, Thor.
Nein, nicht mehr in Aktien, nur erste ETFs long. Genau. Da kann man ja auch relativ entspannt sein. Ich meine, je nachdem, was du für einen Horizont hast. Wenn du jetzt noch 20 Jahre vor dir hast, dann kann man da relativ entspannt sein. Wenn das gerade jetzt begonnen hat, dann sieht man natürlich auf den roten Bereich, aber man muss sowas immer auf den Long Run sehen. Hat man Einzelaktien als Investor, dann ist es, glaube ich, schon schwieriger, das auszuhalten. Also entweder hedgt man sich da, da ist immer die Frage, ja, wann löst man so ein Hedge auf? Hat man ein Permanent-Hedge? Auch das kostet permanent auch Geld. Das muss man auch wissen. Ich glaube, man kann nicht immer alles richtig machen, gerade beim Investing. Wenn man aber Aktien hat, die, sag ich mal, 100 Stück sind und man hat nicht so hohe Positionsgrößen, meine 1000 Dollar vielleicht oder 1000 Euro pro Aktie, wenn man so ein Depot hat, dann ist man recht diversifiziert. Aber auch so ein Depot wird wahrscheinlich um 30% unter Wasser sein jetzt vom Hoch. Beim Trading ist das hier, wenn man so eine Position hat wie ich, relativ einfach, weil der Markt sagt einem nach ein paar Tagen, jetzt bist du weg. Ne? Und durch die Teilgewinne harmonisiert sich so eine Equity-Kurve im Endeffekt und nimmt das Risiko raus. Und ich bin mit der Restverwaltung eines Trades flexibler. Also von daher keine einfache Situation. Für mich ist nur wichtig, dass ihr heute einfach mitnehmt, dass die Kerzengröße euch schon mal sagt, und das sieht man ja in jedem Chartprogramm, da muss man jetzt nicht groß sein, wie hoch ist das Risiko, die Volatilität? Seid euch bewusst, dass wir jetzt in einem mega newsorientierten Markt sind. Ja, ist da irgendwie mal eine Friedensfahne zu sehen, dann wird der Markt so nach oben schießen und ihr seid irgendwo short. Achtung bitte. Ja. Was sind meine Reaktionen? Entweder gar nichts machen, weil es gar nichts gibt, was man jetzt handeln kann auf Tagesbasis. Dann müsstet ihr in den kurzfristigen Intraday-Handel gehen. Oder aber die Positionsgröße zurücknehmen und weniger Stückzahlen handeln. Handelt weniger Stückzahlen, mit weniger Positionen, also jetzt nicht 20, 30 Aktien im Trading zum Beispiel, sondern bewahrt, dass ihr einfach die Übersicht habt. Eröffnet nicht so viele Positionen auf einer Branche zum Beispiel. Ja, eine, maximal zwei. Und wenn man das Gefühl hat, man verpasst etwas, dann ist es immer besser, etwas weniger kleiner vom Risiko zu nehmen, als zu sagen, ich gehe jetzt da all in. Klar kann es der richtige Zeitpunkt sein, aber es kann auch euer Kapital verbrennen. Und gerade in so einer Zeit müsst ihr euer Kapital bewahren. Denn es werden wieder ruhigere Zeiten kommen. Und dann habt ihr vielleicht euer Depot verbrannt und oder euer Konto verbrannt. Und das wollen wir auf keinen Fall. So, ihr könnt jetzt noch Aktien reinschreiben. Zwei, drei würde ich noch nehmen, auf die ich dann vielleicht schaue. Einfach das Kürzel bei Fragen reinschauen, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, gehe ich auch einfach einen Tee trinken und gehe in den Feierabend. Wenn es euch gefällt. Also schreibt einfach ein Kürzel rein von der Aktie. Zwei haben wir einfach mal so kategorisch einfach mal angeschaut. Die auch sind Facebook. Okay, nehme ich. Ah, das ist Facebook. War klar, dass es kommt. Also ist auch so gebeutelt worden. Da weiß man ja auch nie, was mit der Aktie so passiert. War es das mit Facebook oder kommt da noch irgendwas oder hat er den Hochpunkt überzogen? Was haben wir hier bei Facebook gesehen? Ausverkauf, ja, ist im Endeffekt fast bei allen Aktien so am 3. Februar. Hier eine massive Widerstandszone bei 250. Ja, da ist auf jeden Fall der Deckel drauf oder der Kurs wird reagieren. Im unteren Bereich hatten wir hier das kurzfristig mal. Ja, dann haben wir hier so eine positive Kerze gesehen, so, aber Potenzial nur bis da. Macht man so einen Trade? Nein, nicht. Läuft weiter runter. Volumen wird weniger. Hier haben wir nochmal eine Riesenspanne und der Kurs macht dann hier so den Dreher und setzt wieder oben auf, schließt massiv drunter, dann erholt er sich, bildet aber auch keine positive Kerze aus. So. Was ist jetzt wichtig? Scroll mal den Kurs zusammen, damit wir sehen, ob hier auf der Ebene bei 190 nochmal hohes Volumen liegt. Dann passt mal auf. Wird das wahrscheinlich nicht mehr so eine Riesenrelevanz haben, aber wir hatten hier mal einen Aufwärtsgap. Da hinten, in diesem Bereich. So, bei 190 sonst wie. Das ist schon wahrscheinlich abgearbeitet, logischerweise. Da sind wir reingelaufen. Nach oben, nach unten. Wir schließen da drunter und haben hier auch hohes Volumen bei, sage und schreibe, April 2020 war das, bei 190. Da genau, wo die Wochenunterstützung liegt. So. Was wird jetzt passieren? Was könnte passieren? Ich sehe hier keine positive Kerze, die hier irgendwie Einhalt gebietet. Der Kurs wird höchstwahrscheinlich weiter verfallen. Ich muss mal ein bisschen zusammenschieben.
Bisschen weiter mal. Kommt bis hier runter und wird hier in dem Bereich bei 177 eine Reaktion zeigen. Das muss man immer schauen, ist das ein Bereich, der gut ist, wo ich mit Reaktionen rechnen könnte. Das ist so mittendrin. Ich sehe ja nicht so das Mega-Volumen, da ist zwar eine erhöhte Kerze, aber nicht so. Ich sehe den Bereich bei Facebook bei 150. Das hört sich jetzt voll krass an. Weiß ich nicht. Aber wenn die Aktie jetzt hier in den nächsten Tagen, weil irgendwas ist, keine Ahnung, bis hier runterfällt in der nächsten Zeit, dann kann man hier bei 130, 150 mit einer Reaktion rechnen. Und dann hat sie auch schon eine ganze Menge vom Kapital verbrannt. Für Long sehe ich im Moment gar nichts. Wir sind da drunter. Wir werden in Stocken kommen. Nur wenn wir da drüber über dieses Gap kommen und dieses Volumen, dieses hohe, haben wir noch eine Möglichkeit, bis da ranzugehen. Also so richtig Freude breitet sich da bei mir nicht aus. ADS schauen wir uns an. Sehr gerne. Hier aufs Pluszeichen. Allianz Data Systems. Nicht Adidas. So, kleiner machen. Wow, das sind auch schöne Aktien. Wo liegt die gerade? Ja, gestern ein schöner Abverkauf, negative Kerze auf diese Zone vom Unterstützungsbereich, die auch am 30. Oktober hier massives Volumen hatte. Das heißt, könnte eine Unterstützungszone sein, also ein Kriterium, was ich gut finde, was ich brauche, um Support zu haben, einfach bei meinem Trade letztendlich. Ja. Und das Volumen ist schon aussagekräftig. Wir haben heute eine positive Kerze. Jetzt muss ich gucken, wie groß ist die ungefähr. Ja, ich würde sagen, ja, okay, es gibt kleinere, aber es ist jetzt nicht so mega dramatisch. Könnte man jetzt machen, das sind so 10%. So, wenn du jetzt long gehen willst, handelst du countertrendmäßig. Warum? Weil hier ein dynamischer Abverkauf war. Das heißt, wenn du dich long stellst, musst du mit etwas rechnen, wo könnte es zu Ende sein? Das kannst du dir wahrscheinlich selber beantworten, Tor. Hier, ne? 65. So, wenn du jetzt reingehen würdest, wo würdest du, wenn jetzt die Kerze geschlossen wäre, die weiß, es tickt ja heute noch, wir haben ja noch das Webinar, so, über dem Hoch ungefähr, dann wäre von 60 bis 64 dein Potenzial. Ja, hier könnte schon langsam mit dem erhöhten Volumen von dem Umkehrstab da irgendwie Feierabend sein. Kontertrendmäßig. Ich lieber kleinere Kerzen, die maximal am Tief schließen, also in dem Bereich, und ich versuche es dann. Dann habe ich ja viel mehr, wenn ich dann hier einsteige und habe einen kleinen Umkehrstab. Das gibt es nicht immer. Da muss man die Füße stillhalten. Bei 55 und handel das Ding dann bis 63, da würde es vielleicht lohnen. Hier bei 60 bis 64 ist schon wesentlich weniger. Ne? Short haben wir heute kein Verhalten. Das heißt, der Markt muss erst nach oben gehen und hier wieder korrigieren. Wenn er das macht, dann sollte er auch eine nicht zu große schwarze Kerze ausbilden und dann Short zu gehen und das Target, das Ziel, einen Teilverkauf hier zu legen, weil der Markt wieder reagieren könnte. Ja. So, wenn er das hier nicht hält, hat er hier nochmal die Chance zwischen zu parken. Ansonsten halte ich hier die Zone bei 44 für eine massive Unterstützungszone. Und da wird es dann schon interessant, ist nochmal richtig Bums drin, wenn er abverkauft wird. Und man kann immer nur klein reinstechen. Man sieht ja auch diese Situation hier, wo wir hohes Volumen hatten. Guckt mal hier mit dem Gap nach unten. Da gehen wir ins Gap rein. Es wird immer schwächer, wenn ich hier einen Long Trade aufsetze, was durchaus möglich wäre, wenn ich mir den Chart anschaue. Dann muss ich mit engen Stops arbeiten und eventuell mit dem Target, was hier vielleicht gar nicht erreicht wird, aber mit einem engen Stop, und dann bin ich halt raus aus dem Trade. Plus, minus, null. Vielleicht mit einer Gebühren minus, je nachdem. Das ist die Szenarioanalyse, die ihr einfach treffen solltet. Also schaut euch das an, schaut euch die Gaps an, schaut euch die Volumen an, schaut euch die einzelnen Kerzengrößen an, schaut euch an, ist dann doch, ist dann eine Lunte. Wie sieht es aus? Und wie sieht eure Strategie aus und wo setzt ihr euer Target? Danke mich für eure Mitarbeit. Ich hoffe, ihr habt das was mitnehmen können, und wenn nicht, seid einfach das nächste Mal wieder dabei. Schaut euch die Aufzeichnung an, denn das Webinar wurde aufgezeichnet. Und ansonsten freue ich mich über eure Nachrichten und wünsche euch einfach einen schönen Abend und weiter viel Spaß beim Perlentauchen. Ja, sehr gut. Ich bedanke mich für das Webinar. War wieder sehr interessant und ja, freue mich schon auf den nächsten Termin. Natürlich freue ich mich auch, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und vielen Dank, dass Sie heute live dabei waren. Und ich wünsche natürlich ebenfalls einen schönen Abend an allen. Noch eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.